Und da sind wir wieder, ne? Mit der Cassandra. Wir sind jetzt in Athen und wir müssen den noch irgendwie rauskriegen, da den Typen da, aber ich. Keine Ahnung, ne? Oh, Inventar, da mal viel kriegt jetzt auch noch. So. Können wir wieder viel wegwerfen. Ein 24er Ding, ne? Okay. Fähigkeiten, ein Punkt haben wir da. Ja, ich möchte schon irgendwie gern. Obwohl. Naja. Verwüsterschuss. Drei Pfeile. Pfeilregen. Aha. Kann noch immer das nicht auswählen, ne? Ich meine, jetzt heute es, ne? Aber kannst nicht auswählen, schon. Das zweite Untergeordnete. Naja, was haben wir da? Geisterpfeil. Aha. So ist es also. Mit dem Geisterpfeil. Lichtenschlag. Waffenruf. Naja, ich würde das schon gern machen. Achso, ja super, da brauchen wir zwei Punkte, okay. Ja, dann sparen wir dann auch ein bisschen, ne? Oder? Ja. Das könnte ich machen zum Beispiel. So, Schiff. Da haben wir wieder neue Rekruten. Ah, einen legendären haben wir bekommen. Sehr nice. Aha. Aha. Entlassen. So. Durchspalten. Naja. Eine Legende schaut man nicht ins Maul. Ne? Feuerwirkung. Und andere. Hoppala. So. Jetzt haben wir da noch einen. Zuweisen da, he? Den haben wir nicht mehr. Okay. Prozent. Ja, nicht mal so übel, ne? Da können wir ja nichts machen, ne? Da fehlt uns einiges. So, sind wir jetzt aufgestiegen ein bisschen? Na, doch nicht. So. Den haben wir zerstört. Was ist mit denen? Okay. Inventare. Okay. Schuhe. Pferd. Gerd.
Beutelchen. Okay, da haben wir die Tafeln. Boah. Quest. Okay. So. Jetzt müssen wir den einen Typen noch befreien irgendwie. Aber keine Ahnung, wie wir das machen. So. Weg da. Cassandra bei der Arbeit. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Gefängnis. Okay. Das Gebiet wird sicher gut verteidigt. Mhm. Warte mal. Okay. Schätze, gibt's da ein paar? Naja. So super verteidigt wird das auch nicht. Kein Problem für unsere sexy Cassandra. Kopfgeldjäger in der Nähe. Das ist natürlich schlecht, ne? Mehr als recht. 100 Meter noch. Ah. Aber wie kommen wir da rein? Oben ist verschlossen. Na? Ja, ich bin bei deinem Anwesen, aber irgendwie passiert da nichts. Hm. Ist da ein Höhleneingang oder irgendwas unterirdisch mäßiges? Keine Ahnung. Hier komme ich nicht rein. Vielleicht mit der Fackel? Nö, auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Ist ja sehr bescheiden, ne? So. Na, jetzt haben wir wieder da, ne? Super. Auf dem Balkon können wir auch nicht rein. Da ist ein Innenhof. Ah. Den haben wir versäumt, ne? Töte die Schlangen, bevor es zu spät ist. Hui. Hier, Schlange, Schlange, Schlange. Fackel aufnehmen, zack. Hast du irgendwas für mich? Nichts. Die soll befreien. So, Kollege. Ich preise den Gott, der dich sandte. Sie hätten mich gefressen, wärst du nicht gewesen. Die hätten dich schon nicht gefressen. Aber sie hätten mich sicher umgebracht, also danke. Du schuldest mir was. Ich arbeite allerdings nicht umsonst. Cash in the Tash, Alter. Natürlich. Perikles schickt mich. Er sorgte sich um dich. Wirst du oft gefesselt und von Schlangen umzingelt? Sicher. Das ist ganz und gar nicht lustig. Schläger brachen in mein Haus ein, zerrten mich her, fesselten mich und umgaben mich mit diesen grausigen Kreaturen. Man muss sie aufhalten. Die Schlangen? Die Schläger! Die Tennisschläger? Warum tut jemand sowas? Politiker sind leichte Ziele in diesen rauen Zeiten. Sie haben gesagt, ich wäre eine Schlange. Mhm. Und sollte auch durch Schlangen sterben. Vielleicht bist du ja eine. Hast du deine Entführer erkennen können? Perikles schickte mich ins Fischerviertel, um mit den Armen und Kranken zu sprechen. Um Hoffnung zu spenden. Deshalb habe ich ihre Stimmen erkannt. Ach ja? Sie haben mich mit Essen beworfen und beleidigt. Ihre Gesichter waren verhüllt, doch ihre Stimmen und der Gestank nach Fisch waren unverkennbar. Oh, mein schwarzer Koder. So. Wo soll ich suchen? Ich weiß zwar nicht, wie sie aussehen, aber ich habe eindeutig ihre Stimmen erkennen können. Sie gehören zu Kleons Anhängern.
Sie leben im überfluteten Teil der Stadt, nahe der Mauer. Okay. Ich habe alles, was ich habe und brauche. Ich spüre sie auf, Meteoros. Keine Sorge. Die Lage ist äußerst angespannt. Wenn das so weitergeht, bringen wir uns hier gegenseitig um, bevor die Spartaner die Mauer durchbrechen. Ich breche, durchbreche. 400 Drachmen. Na, six Zot kriegt man Cash in die Tasche. Da. Fackel brauchen wir nicht. Gibt's da was? Ah. Schauen wir mal gleich, ne? So. So. 120 Meter. Ah, okay, da müssen wir wieder nach oben. So. Noch, Kassand. Was machst du? Geh weg von der scheiß Mauer, bitte. Bitte, lass los. Lass los. Boah. Na. Na, na, na. Katzel. Na? Ich hab sie getroffen, das Katzel, oder nicht? Bin ich deppert, oder? Jetzt doch, ne? Nachge. Obscheine, ne? So. Zeit, muss das Katzel töten. So. Was ist mit dir? Du bist aggressiv. Weiter. Ja, bist du narrisch? Das hat man auch schon lange nicht mehr gesehen, ne? Aber das Feuer ist ja so richtig kacke, ne? Naja. Was soll man machen, ne? So. Wie? Sind die Schlangen wieder am Leben? Nein. Okay. Der ist ja jetzt wieder da, ne? Der Kopf geht hier. So. Ja, du fantasierst nur. Na, na, na. Na, na. Na, na. So. Meine Damen und Herren. Ihr werdet alle sterben. Der Teil von Athen, auf den Perikles unmöglich stolz sein kann. So. Wo ist denn der? Kopfgeldjäger? Dahin. Kann man den nicht besser orten? Warte mal. Blick mal rüber. Das ist vielleicht so ein legendärer oder so? Das wäre krass, ne? Ja, das ist ein legendärer. Das ist ja gut, gut, gut für uns, ne? Kommt jetzt zu uns. So, wir haben was zum Erledigen, ne? Es war zu früh. Spring runter, Cassandra. Jo, mit der Katzel. Du stirbst mit mir. Na? Ich akzeptiere deinen Tod, Mensch!
So, tschüss. Geh weg von mir. Gar nicht. So. Vorbereitet ist einmal was. Jetzt kriegen wir wieder legendäre Teile. Sehr gut. Inzwischen belauschen wir die Typen da, neben mir. Mutzi kaputzi. Ja, ja. So. Immer schön am Ball bleiben. So. Ich muss ja bald beruhigt haben, jetzt da. Das ist ja knapp jetzt, so. Oh yeah! Zack, bumm! Deine Seele gehört mir! Schließ dich uns an und genieße die Freiheit! Oh yeah! Und wir gehen gleich rein. Inventare und holen uns neues Gebein. So. Sehr nice. Das ist ein kleiner Bug jetzt, ne? Anscheinend. Okay. So. Wir wollten jetzt dann hier hin. So. Na, na, na. Na, na, na. Hier muss es doch irgendeinen Hinweis geben. Hinweis! Arsch! Hinweise! Giftige Hinweise. Drecksviecher. Schlangen. Wie jene, die Metiochos umbringen sollten. Nö. Kaffee Latte. Markt der Armen. Kann man einkaufen? Ein bisschen shoppen. Schlangenbisse. Die Leiche wurde versteckt. Aber ich habe das Gefühl, dass dieser Tod ein Unfall war. Das war sicher so ein Mitglied von der Gang. Da oben ist noch was. Es sieht irgendwie danach aus, als hätten Metiochos Angreifer Hintermänner gehabt. Korrupte Front. Das muss das Haus von Metiochos Angreifern sein. Doch der Brief beweist, dass sie nur jemandes Werkzeug waren. Nur wessen? Warum verdammt schnüffelst du hier um mein Haus herum? Ihr habt Metiochos angegriffen. Ich fand die Schlangen, den Brief eures Freundes und eine Leiche. Alles hier. Armer Arktis. Wir kannten das Risiko. Ohne Blutvergießen kann es keine Veränderung geben. Warum sollte Metiochos sterben? Wir sind Gefangene in unserer eigenen Stadt. Wegen Perikles und seinen Freunden. Der Schlangenhändler sagte, wir müssten eine Botschaft senden. Sie leiden lassen. Ihr könnt das Gesetz nicht selbst in die Hand nehmen. Nun muss ich entscheiden, was mit euch passiert. Cleon sagt, es ist Zeit, den Eliten die Stadt zu entreißen und zu kämpfen. Egal, was du uns antust. Es werden andere kommen, die uns nachfolgen. Ich weiß, dass euch jemand diese Schlangen gegeben hat, damit ihr die Drecksarbeit erledigt. Ich will wissen, wer. Er ist der wahre Held von Athen. Perikles Handlanger werden ihn nicht aufhalten. Lasst euch nicht benutzen. Sagt mir, wo der Schlangenhändler ist. Schon gut, schon gut. Sein Lager ist direkt vor der Mauer. Dort verkauft er die Schlangen. Es ist nicht zu spät, etwas zu verändern. Doch das geht nur gemeinsam. Vielleicht hast du recht. Du hättest uns nicht verschonen müssen. Doch wo fangen wir an? Beginnt hier. Hier ist euer Zuhause. Vergesst die Politiker und konzentriert euch darauf, was ihr hier tun könnt. Danke, wir versuchen es. Ich befreie Athen von diesem Schlangenhändler.
Diese bissige Schlange, ne? Fisi, fisi. So, gehen wir mal zum Schlangenhändler. Mischen wir dann auf einmal ein bisschen. So. Ja, ja. Das schaut irgendwie cool aus da, ne? So. Schöne Baracken, ne? Gefällt das. So. Hui! Patsch! Ich bin's, die Cassandra, die Gefallene. So. Oh, noch ein Aussichtspunkt. Das gefällt mir noch besser gleich. Olivenzweig. Gott. So. Schauen wir mal die Lage an. Der Giftmischer. Ist nur der da? Oder gibt es da noch Schlangen? Kobra. Kobra. Alarm für Kobra 11. Okay. Hoppala. Der langen Schlangenstange, lange Schlangen fangen. So stark und tödlich. Durchsuchen. Bloß nicht sehen lassen. Da oben ist auch eine Schlange. Was ist das? So. Da oben noch eine Schlange oder so? Was hier? Suchen. Wo ist denn da? Ich sehe es nicht. Hören tut man es aber. Ah, hier. Na. Ist der Stahl, ne? So. So. Ne, da machen wir einen Pfeifer. Wer war das? Dann steh auf einmal. Muss hier doch irgendwo sein. Komm mal ran da. Und dir, wo läuft's? Hey, da. Hallo. Wo? Das Vogel kommt von oben. Deine Skills? Ja, leck durch mich am Arsch. Wer hat denn dir das erlaubt, dass du so stark sein darfst? Das ist mein Ende! Ach du Scheiße, ist der gut? Nicht so schlecht, ne? Aber den holen wir uns, ne? Den Giftmischer. Mir hat doch gelacht, ne? So. Ich mach mich unsichtbar. Wie denn? So. Da mein Schlange. Suchen. Das macht keinen Schaden. Erikles Freunde sollten nun wieder sicher sein. Ach nö. Das wollte jetzt nicht. Warte mal, das müssen wir neu laden. Das wollte jetzt nicht. Wo denn ja? Für mich gewinnen. So. Nochmal. Entschuldige, aber das muss sein, ne? Ich wollte dann ja für mich. Das war einfach zu einfach. So.
In dieser Gegend muss ich besonders vorsichtig sein. Komm her, Malaka. Da ist eine Schlange. Da ist auch was. So. Spüre den Schmerz meines Gifts. Hoppala. Weiter. Bist du für ein Giftmischer, Havara? Ja. Na? Warte mal. Was? Das ist mein Ende! Was haben wir noch? Brandpfeile haben wir noch. Was denn? Hoppala, die ganze Bude brennt hinten. Geil. War lacker. Ja, Alter. Was willst du damit? Jetzt kommt er mit meinen Schmähs, Alter. Hast du das gesehen? Das ist ja ein Krampf, ne? So, nochmal. Ich stelle mir richtig blöd an jetzt gerade, ne? Naja. So. Vorsichtig. Niemand darf mich sehen. Lange. Bestienschrecke. Neue Gravur freigeschalten. Okay, sehr gut. So, jetzt können wir mal plündern. Alter! Spüre den Schmerz meines Gifts! Alter! Wer ist sie? Bist du wieder fort? Na, der ist nicht so ohne, gell? Ach du Scheiße. Das ist mein Ende. Deins, Alter. Deins. Malaka! Ja, brenn doch mal weiter. Ich muss mich da heilen, Alter. Ich brauche ein bisschen Zeit. Also ich versteck grad hier in der Nähe. Du hältst mich nicht auf. Los, Cassandra, lauf. Bleib mir völlig stehen. Nö, keine Zeit. So. Es kann nicht weit sein. Ich finde sie. Kann mir den Giftmischschätzer? Lauf. Groß, wie viel Leben hat er noch? Schauen wir nach. Sieht man nicht, gell? Mach mal einen Adlerangriff. Verdammt nochmal! Schaff mir den Adler vom Hals!
Adlerheit, hast du so. So. So, Kollege. Geht er jetzt wieder schlafen? Nein? Na? Okay. Leg dich hin. Geh eine Runde schlafen, du Giftmischer. Ah ja, sehr gut. Brav. Niederschlagen. Zack, Alter. Wir Stechnikles Freunde sollten nun wieder sicher sein. Er gehört zu mir, wie mein Name an der Tür. Na 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 na. So. Fe 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 fe. Wo ist denn unser Giftmischer? Da ist er. Ein Giftmischer, den haben wir jetzt. Was ist denn da? Haben wir da noch einen gefunden, oder? Ne? Speere könnten wir wieder upgraden. Oder Schifframpe spannen. Pfeile. Kaputtweil. Ja, ich müsste fast einmal das da upgraden. Pfeile und Dings, ne? Weil. Ja. So. Die hohe See ist ein bisschen rau, ne? Und los geht's. Ah! Hoppala! Böses Viech, du. Schreckt mich nicht so. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Sexy Cassandra, lauft durch da. Klarke da. Kein Schritt weiter, sonst. Sonst was? Was ist da los, Sätze? Was ist mit dir? Ich finde den Versteck schon. Was ist mit dir, Alter? Bist du deppert, Alter? Wenn du bereit bist zu arbeiten, verdienst du auf meinem Schiff viel mehr als hier. Siehst du? Da kannst du keine Chance, ne? Es narischen Viecher. Sie verloren. Da ist sie. Ja, dann stirb, Alter. Was ist mit dir, Alter? Zu viel Kraftfutter gefressen, oder was? Tschüss. Mach nö. Jetzt hab ich die wegen dir den Kollegen umgebracht. Wollte ich ja gar nicht. So. Was habt ihr da jetzt? Wegen so ein Schaß, ne? Dam dam noch. Ja. Ehrlich war, ne? Wegen so einer Labalie, ne? Gleich alle durchdrehen. So. Ja, Cassandra muss uns wieder beweisen, wie toll sie klettern kann. Was sind denn das? Sind das die späten Stromleitungen schon oder so? Schaut mich so aus, ne? Die sind irgendwie sinnfrei, ne? Die ganzen Dinger da. Wäscheleinen oder was? Hui. So. Maranda. Deine Lage hat sich verbessert, seit wir uns zuletzt sahen. Die Gefahr ist vorerst gebannt. Doch solange diese Monster nicht gefasst sind, ist niemand sicher. Es war eine Gruppe von Fischern. Sie handelten im Auftrag eines Schlangenhändlers, der für Athens Feinde arbeitet. Und was ist mit ihnen? Ich habe ihnen ihre Fehler aufgezeigt und sie fortgeschickt. Du hast nichts mehr zu befürchten. Gut, dass keiner sterben musste. Doch werden sie wirklich nicht zurückkommen?
Ich habe Ihnen sehr deutlich klargemacht, dass ich weitere Dummheiten nicht dulden würde. Nun, das hat sicher einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Vielen Dank für deine Hilfe. Ich werde Perikles davon berichten. Ich danke dir für deine Hilfe. Eine giftige Begegnung. 8700 EP. Ich danke dir für deine Hilfe. Ja. Wie kommt da jetzt wieder raus? Dann kannst du mal die Tür aufschließen. Alter Stritzi. So. Ja, das haben wir toll gemacht jetzt, ne? So. Aber ich würde sagen, wir beenden hier die Folge und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao, ciao.